Hallo und herzlich willkommen zur Roten Couch. Ich befinde mich gerade auf der eWorld 2020 am Stand von SOPTEAM. Ich freue mich sehr, heute Andreas Duwe bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Vorstand Digital Solutions bei SOPTEAM. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Was ist die Highlight auf der eWorld? Unser Highlight, oder mein persönliches, ist eigentlich, das ist Local Pioneer, eine Plattform für die neue Energiewelt. Die ist vor allem dezentral und nachhaltig. Wir bringen hier Prosumer, also Menschen, die Energie erzeugen und Energie verbrauchen, zusammen mit Elektromobilisten und eben halt moderne Energievertriebe, die auch in der neuen Energiewelt eine Rolle spielen. Und was ist außergewöhnlich am Produkt? Außergewöhnlich ist, dass wir die Akteure zum ersten Mal zusammenbringen. Also jeder Menschen, die quasi eine Solaranlage auf dem Dach haben, Energie erzeugen und verbrauchen, die aber auch ein Elektroauto haben, sind sehr digital affine Menschen und die brauchen heute mindestens 3 Apps, um ihre Solaranlage, ihr Messgerät und ihr Elektroauto irgendwie im Überblick zu behalten. Und es ist halt eine Cloud-Anwendung, das heißt, jeder kann sich das auf sein Smartphone runterziehen, auf seinem Tablet angucken und eben halt mit einem anderen Dienstleister auch ganz digital in Verbindung treten. Und auf welche Trends reagieren Sie mit der Einführung des Produkts? Der Trend ist sicherlich, dass wir feststellen, und das nicht nur seit Greta, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie unsere Welt morgen aussieht und wie wir Energie erzeugen. Dazu soll Local Pioneer einen Beitrag leisten. Also wir brauchen Pioniere. Und Prosumer sind zum Beispiel Menschen, die sich sehr wohl Gedanken machen, wie sie Energie erzeugen, ob sie die auch noch speichern können, ob sie ihr Elektroauto aufladen können. Und für die Energievertriebe ist es halt ein Wandel. Die müssen auf diesen Trend reagieren. Wir fast alle benutzen heute Smartphones für unsere Bestellung bei Amazon und sonstig. Aber es gibt es eigentlich nicht für Energie und das wollen wir ändern. Wir wollen neue Energie anfassbarer machen und einfacher machen. Und für Energievertriebe heißt das, damit auch ein neues Geschäftsmodell zu finden, um mehr Services an ihre Endkunden eigentlich zu bringen. Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.